renoviert. Man, der jetzt ist er wieder weg. Fickkrieger. Kauf ihm mal so Sexpuppe oder so. So Hundesexpuppe. Du, hast du mal die Lohnabrechnung gesehen, wie viel die verdienen? Wolltest du das sehen? Also ich habe bei der ATU-Gewerkschaft auch Finanzierung entnommen. Ja. Und da habe ich halt gesehen, dass die so zwischen 2.500 bis 3.000 Euro verdienen. Mitte. Also netto, Auszahlungsbetrag. Und da habe ich gesagt, okay, mache ich auch in der Schwimmbahn. Es ist halt so, du kriegst halt nur... Du fickriger Drecksack, du! Wenn man Schichtarbeit macht, also drei Schichten. Ohne die Schichtarbeit wird nur auf 1,8 netto kommen. Und dann gibt es die Feiertagszuschläge, Wochenendzuschläge, Nachtzuschläge. Und ich habe halt immer da geschafft, wo es wirklich viel Kohle gibt. Das heißt am Wochenende und an Feiertage. Und letztes Jahr habe ich wirklich jeden Feiertag, jedes Wochenende alles mitgenommen, was ging. Super. Und dieses Mal habe ich mir gesagt, mache ich nicht. Also diesen Monat, jetzt war ein Feiertag letzte Woche, den habe ich nicht geschafft. Ich habe jetzt am Wochenende geschafft. Gut, von Donnerstag auf Freitag gleich Krankschrift, da habe ich mal einen Darm gehabt. Grille, chille, lebe, genieße. Nächste Woche am Mittwoch ist auch nochmal Feiertag. Ich glaube, da werde ich auch nicht schaffen. Obwohl ein Feiertag gibt bei der INA ungefähr 280 Euro netto, den du schaffst, extra dazu. Mhm. Und das ist dann halt ordentlich. Also wenn es regnet, ja, letztes Jahr, vorletzten Monat an Ostern habe ich 4 Feiertage geschafft. Das waren dann halt gleich fast 1200 Euro netto mehr zu meinem Gehalt. Also da habe ich Auszahlungsbetrag von 3600 gehabt. Also das kleiner Ficker, du. Aber gut, wir haben uns dann gleich neue Couch gekauft, neue Couchtisch. Die hast du gut hochgetragen. Dann eine Leihwaage noch geholt, dass wir das transportieren können. Also ich habe jetzt locker schon 1,5 weg. Der Notgeile. Dir wird's nicht gefallen, wenn ich meiner in dich reindrücken würde, dann würde ich kaputt gehen. Der ist in der Pubertät, weißt du, 5 Monate alt.